Ja, danke für die nette Anmoderation. Man wird ja bestimmt auch Terminals sehen. Nicht viel, aber ein bisschen. Und Code auch. Also, ob das benutzerfreundlich ist, ist die Frage. Ja, genau. Was mich mal interessieren würde, ist, ihr seid, ich sehe viele Leute, die relativ jung aussehen, Studenten. Arbeitet jemand schon gerade aktiv, ist im Studium fertig oder arbeitet als Softwareentwickler irgendwie? Okay, gut. Mal so, um die Zeitspanne mal so abzutippen, irgendwie 5 Jahre, mehr als 5 Jahre? Ja, mehr als 10? 15? 20? Okay, cool. Haben wir einen da, das ist ja. Okay, ich habe mal so eine kleine Geschichte, also um mal raufzukommen, was mit Astro, was es damit eigentlich auf sich hat. Kleine Geschichte der Softwareentwicklung aus meiner Sicht jetzt. Ich habe absichtlich. Moment, warum geht das hier nicht? So. Ich habe absichtlich die Jahreszahlen mal weggelassen, bis auf. Das ist jetzt sehr subjektiv. Also, ich habe, keine Ahnung, 2000 ungefähr angefangen mit Webseiten rumzuspielen. Also auch davor schon programmiert, so zum Spaß. 2000, da war ich gerade ein Jahr mit dem Abi fertig und habe dann eigentlich vor allem mit PHP angefangen. Und später dann als Student, Werkstudent in der Firma, wo ich dann später auch angefangen habe, mit Java, mit JSPs, Tomcat und so weiter, Webseiten gebaut. Das war damals das Frontend. Also heute ist Frontend JavaScript, damals war Frontend Java. Halt alles, was nicht die Datenbank ist, quasi. Mehr oder weniger. Und das heißt, was wir damals gemacht haben, war, wir haben HTML-Seiten erzeugt auf dem Server und ausgeliefert. Das macht man halt so. Und ein bisschen JavaScript war dann immer dabei. Das war aber eher so dafür da, um halt, keine Ahnung, ein bisschen Goodie, irgendwelche Animationen zu machen oder vielleicht später dann auch Sachen nachzuladen, dass man nicht die gesamte Seite neu nachladen muss, sondern halt nur Teile, um halt alles wieder ein bisschen effizienter zu machen. Klar. Das Problem dabei ist so ein bisschen, man hat verschiedene Sprachen, also das JavaScript, was im Browser läuft, das ist Java, was im Backend läuft. Kann man vielleicht noch ganz gut warten später, wenn das meiste davon ist, der Java-Teil ist. Aber wenn man jetzt alles testen will zum Beispiel, dann muss man wirklich mit Ende-zu-Ende-Tests anfangen und die Webseite mit einem ferngesteuerten Browser abrufen und dann halt Sachen rumklicken und so weiter. Man kann jetzt keine Unit-Tests im Frontend machen, wenn man das so, also das HTML-Unit-Testen, das macht irgendwie keinen Sinn. Und irgendwann kam dann dieses GWT, das Google Web Toolkit, auf. Ich weiß nicht, ob Google das wirklich jemals wirklich benutzt hat, aber jetzt tun sie es auf jeden Fall nicht mehr. Also jetzt benutzen sie, glaube ich, eher Angular, wenn nicht sogar ganz andere Sachen. Aber da war dann die Idee, eigentlich so ein bisschen, wie können wir denn die Testbarkeit so ein bisschen ins Frontend weiter verschieben? Und dann war die Idee, wir nehmen einfach Java und kompilieren das nach JavaScript. Und dann können wir halt die Java-Klassen auch Unit testen. Und können nicht alles von Java benutzen natürlich, aber so ein Subset halt. Und das war dann eigentlich so das erste Framework, was ich kennengelernt habe, was so Single-Page-Apps gemacht hat. Weil da wurde dann tatsächlich der ganze Code eigentlich im Browser ausgeführt. Und die Sachen, die Daten, die man aus dem Backend holt, nur noch per JSON-Request irgendwie nachgeladen. Und ich glaube, der Grund, warum sich das nicht durchgesetzt hat, ist dann, dass dann Node.js aufkam, wo dann wirklich serverseitig auch JavaScript ausgeführt werden kann. Das heißt, man konnte plötzlich auch den Server in Java schreiben und vor allem ist jede Menge Build-Tooling entstanden. Also damals Bower und Gulp und Grunt, die habe ich jetzt gar nicht mehr hier drauf. Auch schreckliche Tools, die jetzt heute keiner mehr benutzen will. Und dann kam irgendwann Webpack und mit Webpack sind auch diese ganzen Single-Page-App-Frameworks so entstanden. Weil was wir bei React zum Beispiel schreiben, ist eigentlich kein JavaScript, sondern diese JSX-Dateien, das muss kompiliert werden. Das kann der Browser nicht direkt ausführen. Und den Compiler, den kann man natürlich auch in einer anderen Sprache schreiben. Und das wird auch heute wieder gemacht, teilweise. Aber eigentlich ist es ja nett, wenn man das auch in JavaScript alles machen kann. Und ich glaube, dass diese Frameworks, also gerade Angular, Vue und React, das waren so die, mit denen es angefangen hat, einen gehörigen Schub dadurch bekommen hat, dass man quasi den Compiler auch in JavaScript schreiben konnte, mit Babel und so weiter. Hat man aber irgendwann festgestellt, dass es doch nicht ganz so effizient ist, wie man sich gedacht hat. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Und dann kamen so Frameworks auf, die auch HTML doch wieder vorgerendert haben auf dem Server und dann aber trotzdem den ganzen JavaScript-Code mit reingepackt haben, um dann die App quasi zu hydrieren. Also ich glaube, Hydration, das ist tatsächlich dieses Bild, dass man so eine Tütensuppe hat, die man mit Wasser aufgießt. Und das heißt, das, was am Anfang erstmal angezeigt werden soll, das wird raus. Das ist quasi das Pulver. Das wird quasi auf die Webseite
erstmal ausgeliefert, dann kann man schon mal angucken und dann wird das ganze JavaScript in Gang gesetzt, dann wird die ganze App nochmal neu geladen im Prinzip und ändert sich aber nichts mehr auf der Webseite. Das heißt, der Benutzer, der sieht die Sachen früher und kann dann trotzdem so mit interagieren und wir können trotzdem alle Vorteile, die wir durch die Frameworks haben, benutzen. So, warum hat man das jetzt gemacht? Single-Page-Apps. Also, ich weiß noch, dass ich damals, ich weiß nicht, ob das nur ich war, ich glaube nicht, dass die Vorstellung von mir alleine kam, sondern ich habe das wohl irgendwo gelesen damals, dass man dadurch Daten sparen kann, durch solche Single-Page-Apps. Sprich, wenn ich eine HTML-Seite habe, dann klicke ich auf, oder ich gebe die URL ein, ich lade die Seite. Das heißt, was ich alles ausgeliefert bekomme, ist nicht nur die Daten an sich, sondern halt auch das ganze HTML außenrum, der Header und ganz viele Tags mit eckigen Klammern und Attributnamen drin, die eigentlich dafür da sind, um das Aussehen der Seite anzuzeigen, also zu definieren. Und da war halt die Frage, warum machen wir das? Warum muss man das bei jedem, wenn ich jetzt durch so eine Tabelle durchscrolle, dann wird jedes Mal wieder, wenn die ganzen Table- und TR-Tags und sowas ausgeliefert, die kann man ja eigentlich auch weglassen. Es reicht doch eigentlich, wenn ich die Daten an sich lade, in einem datensparenden Format wie JSON zum Beispiel. Und da war so die Idee, also wenn ich jetzt hier die Webseite lade, in der Multipage-App, habe ich nach der ersten, das sind jetzt ausgedachte Zahlen, ne, habe ich nach der ersten Seite irgendwie so viele Bytes und dann nach der dritten, das geht so linear hoch mit der Zeit. Wenn ich eine Single-Page-App habe, dann habe ich am Anfang bei dem ersten Seitenladen ein bisschen mehr Daten zu laden, weil ich die ganze App laden muss, aber danach wird es dann halt weniger, solange der User auf der Seite sich bewegt. Was nicht immer der Fall ist. Also wenn ich im Internet eine Seite habe, dann kann es halt durchaus sein, dass der User auch nochmal eine Seite von Google kommt, irgendwas liest und dann wieder verschwindet. Bei einem Blogartikel ist es wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich. Also das war ein Aspekt davon, aber der andere Aspekt ist natürlich auch, dass man versucht hat, die Apps werden immer komplizierter. Wie kann ich denn diesen Code aufteilen, sinnvoll in Pakete, dass man den auch maintainen kann, dass man den testen kann. Und das ist natürlich der andere Vorteil von den Single-Page-Apps. Und was man dann festgestellt hat, oder was mir damals nicht so bewusst war, aber jetzt mittlerweile schon, der Browser, der hat ganz tolle Funktionalitäten. Der kann nämlich auch ein halbes HTML schon anzeigen. Also während er die Daten lädt, kann er schon Sachen anzeigen. Und wenn ich eine riesenlange Seite habe, zum Beispiel die HTML-Spec zum Beispiel, das ist ein HTML-Dokument, das ist riesig. Ich lade es, und die erste Seite wird mir schon relativ früh angezeigt, aber das Laden ist noch nicht vorbei. Bis der Rest angezeigt ist, vergeht noch eine Weile. Aber das ist nicht schlimm, weil das ist halt unten, da wo ich noch nichts sehe. Da muss ich erstmal hinscrollen. Wenn ich jetzt so eine Single-Page-App habe, dann lade ich erstmal nur ein leeres HTML. Oder vielleicht einen Ladebalken, der dann da mit reingecodet ist oder sowas. Macht vielleicht Sinn, dem User irgendwie zu sagen, dass jetzt noch was kommt. Dann wird das JavaScript rausgeladen, was unter Umständen bei einer mobilen Verbindung, bei aktuellen Apps relativ lange dauern kann, weil nicht nur die Frameworks relativ schon ziemlich groß sind, sondern auch die ganzen Bibliotheken, die man damit verwendet. Hier noch das Image-Karussell und irgendwie mehr JavaScript, was irgendwie ja, für alle möglichen Sachen gebraucht wird. Und der Punkt ist, man kann das zwar optimieren, dass nicht alles JavaScript sofort geladen wird, aber im Prinzip lade ich schon mal ziemlich viel am Anfang. Und dann muss der Browser das parsen erstmal und dann ausführen. Und dann fängt das JavaScript an, die Daten von der API zu laden und DOM-Elemente zu erzeugen und in den DOM einzufügen. Und dann erst wird alles angezeigt. Das heißt, es vergeht relativ lange Zeit vom ersten Laden, bis alles angezeigt wird. Und ich kann nicht schon vorher anfangen und Sachen anzeigen. Also zumindest nicht einfach. Es geht schon. Ich hab letztens einen Podcast, einen Videopodcast dazu gesehen, wie man das machen könnte. War auch sehr interessant, aber es ist jetzt nicht so, dass man das einfach mal so schnell eben macht. Da muss man schon viel Wissen mitbringen und Sachen kennen, das irgendwie manuell machen. Also der Vorteil ist, wir wollen eigentlich nicht auf JavaScript warten. Und deswegen ist die Idee von Next.js und Gatsby und Vuepress, habe ich hier mal angeführt, dass man eben die Seiten erstmal vorrendert. Also entweder habe ich wirklich einen Node.js-Server, der dann auch wieder die React-Logik ausführt und dann HTML baut und das dann ausliefert. Oder ich erzeuge die Seiten vorher und lade sie irgendwo zu GitHub hoch, wenn es eine statische Seite ist, wie bei unserem Blog zum Beispiel. GitHub Pages oder Netlify oder irgendwas, was halt dann einfach nur die HTML-Seiten ausliefern kann. So dieser Jamstack, der typische.
Und wenn ich das dann anschaue, dann wird das HTML halt geladen und auch wenn das halbe HTML schon, wenn das halbe HTML da ist, dann kann der Browser schon anfangen, Sachen anzuzeigen. Es geht dann viel schneller. Aber danach wird dann trotzdem natürlich nochmal das ganze JavaScript geladen und der ganze Teil, der so lange dauert, wird nochmal gemacht. Und wenn ich auf einen Link klicke, ist dann wieder die Idee, okay, jetzt bin ich auf der Webseite, jetzt kann ich auch wieder per JSON die Sachen nachladen. Der Gedanke, dass das schneller sein könnte. Und dann hatte ich jetzt letztens, also es gibt bei YouTube diesen HTTP 203, diese Serie, so ein Videopodcast von zwei Leuten von Google Developers über alle möglichen Themen. Und die hatten auch eine Folge über SPA versus MPA, also Single-Page-App versus Multi-Page-App. Und der Artgebald, der da so der Host ist, der hat dann erzählt, dass er halt in Heathrow im Airport war, hat GitHub aufgemacht, hat auf einen Link geklickt. Das ist die linke Seite. Und dann wurde sofort erstmal oben die neue URL angezeigt und ein Ladebalken. Hat er die URL genommen und in den anderen Tab reinkopiert und die Seite dort geladen. Und die war viel früher da, als die Seite, die jetzt hier neu geladen, wo er den Link geklickt hat. Einfach weil man da die Sachen streamen kann und hier wahrscheinlich eine ziemlich lange Diskussion hinten dran hängt, wo viele Daten geladen werden müssen. Und die müssen erst alle geladen werden, um sie anzuzeigen. Und dann stellt sich halt schon die Frage, brauchen wir das wirklich? Müssen wir wirklich diese gesamte App nochmal als JavaScript irgendwie rendern? Oder reicht es nicht aus, wenn wir das so wie früher einfach wieder mit HTML-Seiten machen? Weil dieser Teil hier, der ist offensichtlich gar nicht so schnell. Das bringt gar nicht so viel Effizienz. Und da kommt Astro ins Spiel, weil Astro jetzt im Prinzip sagt, wir lassen das JavaScript erstmal weg. Wir machen das JavaScript Opt-in. Quasi. Also wir wollen natürlich interaktive Webseiten haben. Wir wollen irgendwo Menüs von der Seite reinfahren lassen auf Mobile. Oder wir wollen, keine Ahnung, irgendwelche Image-Karussells oder sowas haben. Aber es macht keinen Sinn, dieses ganze JavaScript zu laden, wenn wir nur eine statische Seite vor uns haben. Und ich habe jetzt mal, um das nochmal zu verdeutlichen, das ist der Network-Tab. Ich habe unseren Blog geladen von Cozy, unseren Blog. Das ist eine Gatsby-App, pre-rendered alles. Und hier werden jetzt 100 oder 200 Megabyte in JavaScript geladen, Kilobyte, obwohl es nur eine statische Seite ist. Es klingt jetzt nicht viel und wir hatten auch schon bei uns in der CLP die Frage, ob das jetzt wirklich den Aufwand wert ist. Aber ich glaube, in der Realität könnte es auch durchaus mehr sein, wenn das noch komplexere Seiten sind. Genau, 100 Kilobyte, die eigentlich nicht gebraucht werden. Und auch bei dem Next.js-Block ist relativ viel JavaScript dabei, obwohl es eigentlich nur ein Block ist. Und einfach nur, weil man dieses Framework benutzt jetzt. Und das meiste davon ist tatsächlich die React DOM Library. Glaube ich. Also das ist so dieser 40 Kilobyte Datei da. Die wird da irgendwo mit drin stecken. Genau. Astro sagt jetzt, wir back to the roots. Wir machen wieder plain HTML mit CSS erstmal. Aber in JavaScript halt. Und wir haben natürlich gelernt von den ganzen Frameworks, die davor existiert haben oder noch existieren. Und machen das so ein bisschen auch wie die teilweise. So. Und vielleicht noch ein anderer, falls euch sowas interessiert, ein anderer Hinweis: Es gibt diesen JS Party Podcast. Changelog ist so die übergeordnete Institution. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ist das eine Firma? Ja. Die machen, Changelog ist allgemein so zu Tech-Themen, machen die regelmäßig Podcasts. Und JS Party ist, glaube ich, jeden Freitag gibt es eine neue Folge zum Frontend-Bereich. So Webbereich. Und da hatten sie jetzt gerade eine Folge über Astro 2. Und da hat auch der Autor von Astro 2 hat irgendwie so gesagt, ja, der Witz ist eigentlich, dass es sich anfühlt wie PHP. Aber natürlich hat man trotzdem die Komponenten. Also man hat Komponenten, man kann bei Astro eigene Frameworks, also seine eigenen Frameworks mitbringen quasi. Man kann verwenden, was man möchte, React oder Vue für die interaktiven Teile. Und es wird eben, wie gesagt, nur das JavaScript ausgeliefert und titriert, was man wirklich braucht auf dem Client. Ich komme gleich dazu, wie das funktioniert, aber vorher noch mal kurz diese gleiche Screenshot von dem Blog von Astro.
Ich gehe mal davon aus, dass die selber ihr eigenes Framework benutzen, um ihre Seite zu machen. Das wäre ziemlich blöd, wenn sie es nicht tun würden. Aber da sieht man, das sind jetzt hier 3 Kilobyte JavaScript oder 4. Ja, 4. So. Die Folie wollte ich eigentlich weglassen, weil ich das alles schon gesagt habe. Außer dieses Island Architecture, aber da kommen wir jetzt dazu. Also wie macht Astro das eigentlich? Was macht Astro eigentlich anders? Und es gibt diesen, gibt so einen Blogartikel von Jason Miller, der, ich kenne den nicht, ich habe den Artikel eigentlich nur von der Astro-Webseite gesehen. Ich bin auch damals über dieses JS Party Podcast zu Astro, auf Astro aufmerksam geworden. Island Architecture heißt, dass wir, unsere Webseite ist quasi so ein Meer aus HTML. Und in dem Meer sind an ein paar Stellen Inseln. Jetzt hier zum Beispiel ein Header. Könnte sein, dass da so ein Shopping-Cart-Icon ist, der irgendwas mit JavaScript machen muss. Sidebar-App, die muss vielleicht irgendwie rein und raus fahren. Und vielleicht noch ein Image-Karussell in der Mitte irgendwo im Content. Vielleicht auch nicht gleich sofort sichtbar, sondern weiter unten. Das sind so alles so Inseln, wo so ein bisschen JavaScript gebraucht wird. Aber der Rest von der Seite braucht eigentlich keins. Und die Idee ist jetzt, dass man halt standardmäßig erstmal sagt, diese ganzen Teile von der Webseite, die werden erstmal nur auf dem Server gerendert. Und nur wenn ich explizit sage im Code, ich möchte hier Client-Code haben, dann wird der quasi auch in den Browser mit reingebracht. Das Coole bei Astro ist, dass ich jetzt in jeder, also das heißt, es ist cool, aber ich würde es nicht tun. Man kann jetzt bei jeder einzelnen Insel ein anderes Framework verwenden, wenn man möchte. Man kann da oben Vue verwenden und an der Seite React und in der Mitte Svelte oder so. Ist mit TypeScript teilweise ein bisschen schwierig, das zu konfigurieren, wenn man mehrere Frameworks hat, die irgendwie JSX verwenden, aber es geht und vielleicht macht es auch sogar Sinn, wenn man jetzt irgendwie eine super tolle Image-Karussell-Komponente gefunden hat, die halt in Vue.js ist, aber den Rest möchte man mit React machen. Also gibt vielleicht Use Cases, wo man das braucht. Aber der Punkt ist eigentlich, dass die Sachen relativ unabhängig voneinander sind. So. Und dann kommen wir mal, ja genau, also wenn ich jetzt ein neues Projekt erzeuge, jetzt zum praktischen Teil quasi, dann geht es einfach mit Yarn Create Astro. Wenn ich Node und Yarn und NPM und sowas alles installiert habe natürlich, da gehe ich jetzt mal davon aus, das ist ein Frontend-Talk, dass ich darüber nicht mehr so reden muss. Und dann kriegt man quasi so einen schönen Dialog, wo man dann noch auswählen kann, möchte ich irgendwie striktes TypeScript haben oder möchte ein neues Git Repository oder solche Sachen halt. Und der erzeugt dann so eine Grundstruktur vom Projekt, die ungefähr so aussieht. Man hat hier irgendwie so Sourcen und dann Layouts und Pages. Ich habe jetzt noch nie so richtig mit Next.js gearbeitet, aber nachdem ich es mir jetzt nochmal angeschaut habe, sieht es eigentlich fast genauso aus. Also da sieht man schon, die haben abgeguckt von Next.js und Gatsby und wahrscheinlich auch noch anderen. Aber das sind halt dann so Best Practices, die sich irgendwie raus kristallisieren, die einfach sinnvoll sind. Also warum nicht das tun? Ja. Und wenn ich jetzt Seiten machen will, dann kann ich hier Routen definieren. Also die Routen sind einmal über die Verzeichnisstruktur definiert. Das heißt, das hier ist jetzt über /blog/first/blog irgendwie und hier /second/post irgendwie erreichbar. Und wenn ich Platzhalter drin habe, dann kann ich sie so mit eckigen Klammern machen. Kann ich dann in der Komponente auslesen. Und was hier vielleicht auffällt, ist, es gibt hier so Astro-Komponenten und es gibt Markdown. Und die React-Komponenten sieht man jetzt nicht, weil das Components-Verzeichnis zugeklappt ist. Aber die sind auch noch da. Das heißt, auch Astro hat so seine eigene Komponentensprache. Auch wenn man eigentlich die anderen Komponenten-Frameworks verwenden kann, wie React oder Vue. Astro hat auch nochmal was Eigenes, es ist aber nur für den serverseitigen Code da. Und das sieht dann so aus. Ich weiß nicht, mit Gatsby habe ich mal kurz ein bisschen was gemacht, nicht allzu viel. Aber da musste man immer, wenn man irgendwie Daten verwenden möchte, muss man immer GraphQL-Queries machen. Ob man es muss, weiß ich nicht, aber es ist so der Standard. Ihr müsst das nicht alles genau lesen, aber das Wichtige ist hier, es gibt so einen oberen Teil. Das ist jetzt serverseitiges JavaScript. Das wird einfach im Server ausgeführt, entweder wenn man die Seite baut oder halt, wenn man es als Node.js-Server laufen lässt. Dann, wenn sie abgerufen wird halt. Dann gibt es so ein HTML-Template. Das ist im Prinzip sehr ähnlich wie bei React mit geschweiften Klammern, wo dann halt Platzhalter, die da oben definiert werden, eingefügt werden können. Und die Styles kann man unten noch einfügen. Die sind dann gescoped.
Also das heißt, die Klassen, die ich hier definiere, die haben keine Auswirkungen auf andere Komponenten erstmal. Es gibt aber auch so ein isGlobal-Attribut, mit dem man das dann global machen kann. Und man kann auch, das habe ich jetzt hier nicht drauf, weil ich es auch nicht selber benutzt habe, so, man kann auch da noch Script-Tags einfügen, die dann im Browser auch mit ausgeliefert werden, wenn man das haben möchte. Aber das ist dann getrennt von dem serverseitigen JavaScript. Und es gibt noch so ein paar API-Goodies, sage ich mal. Zum einen kann man hier Top-Level-Await machen. Das heißt, das Ganze, was oben ist, im Prinzip eine asynchrone Funktion. Ich kann jetzt irgendwelche Funktionen, die Promises zurückliefern, aufrufen. Zum Beispiel Fetch, wenn ich jetzt aus meinem Backend irgendwas holen will. Und da ist dann die Trennung halt schon wieder anders da als früher. Also mit PHP, da hat man das doch eher tendenziell eher so gemacht oder auch mit Tomcat, dass halt unser Server das Ding war, was das HTML erzeugt hat. Während hier hat man nochmal einen separaten Server laufen, der das HTML erzeugt. Aber das Backend, was dahinter läuft, ist trotzdem noch so ein RESTful Backend wahrscheinlich. Ja. Was man dann auch mit JavaScript wieder anfragen kann. Genau, also das kann man hier machen und es gibt so Sachen wie Glob-Matching zum Beispiel. Wenn ich jetzt für die Blogs, für meinen Blog irgendwie alle Dateien rausladen will, alle Markdown-Dateien in einem bestimmten Verzeichnis, um dann ein Inhaltsverzeichnis zu generieren oder eine Übersicht, kann ich das benutzen. Und sieht man hier, kommt dann hier so aus den Markdown-Dateien auch so einmal die URL und dann so Front-Matter raus, was ich da dann definieren kann. Da komme ich ganz am Ende nochmal dazu, wie das dann im Markdown aussieht. Aber so kann ich auf jeden Fall Seiten aufbauen, die dann halt gerendert werden. Und das Schöne daran ist halt wirklich, dass es wirklich sehr stark so aussieht wie React. Also wenn man React kann, dann kriegt man das, glaube ich, auch hin irgendwie. So, dann wollte ich das mal mit dem Server-Side-Rendering mal kurz zeigen. Jetzt muss ich hier kurz noch was auschecken und dann zeige ich mal die Checkout. So. Das ist jetzt eine ganz simple Komponente und ich habe die jetzt hier eingebaut. Ich zeige immer ganz gerne Code. Ich hoffe, das klappt jetzt alles. So, also das ist das Projekt. Ich habe das auch, gibt den Link später noch bei GitHub drin, aber wenn ihr das jetzt schon anschaut, dann könnt ihr nicht mehr zuhören. Ihr habt eh keinen Rechner dabei, alles gut. Ja, ich meine, manchmal da sitzt man ja schon da und schon lädt dann runter, dann hört man nicht mehr zu. Also gut, also ich habe hier gibt es nochmal so eine Config-Datei, die wird auch automatisch erzeugt. Jetzt kann man hier quasi definieren, es gibt einen Adapter. Das ist eigentlich relativ einfach gemacht, das Astro selber. Das hat auch eine Command-Line, wo man einfach Plugins nachinstallieren kann. Und es gibt jede Menge Plugins dafür. Und eins davon ist eben das Server-Side-Rendering mit Node.js. Es gibt auch andere Adapter für. Entschuldigung, ich glaube, ich bin zu früh von der Folie untergegangen. Wieso komme ich jetzt nicht wieder zurück? Ach, da. Mal kurz. So bin ich denn hier? Ja, ich glaube, ich habe die Folie ein bisschen vertauscht. Ja, okay. Also es gibt auch für diverse Cloud-Anbieter noch Module, Adapter, mit denen man das dann direkt dort deployen kann. Aber jetzt habe ich Node.js verwendet und so. Das heißt, ich habe hier jetzt stehen, ich habe Adapter Node und der Mode ist Standalone. Die Alternative ist noch, dass man es in ein eigenes Express irgendwie als Middleware einbinden kann. Das brauche ich jetzt nicht. Und wenn ich das jetzt starte, dann, ich starte jetzt erstmal im Dev Mode. Das funktioniert jetzt nicht. Oh. Ja, das ist der Vorführeffekt, das hat vorher immer funktioniert. SDF, ich habe den falschen Node.js. Glaube ich. Was ist das jetzt? So. Probier es nochmal neu. 12. Können wir den Livestream kurz anhalten? Schneiden wir raus nachher. Das war jetzt echt komisch. Bash. Okay, da ist es da, dann geht es vielleicht auch.
Okay. Damit müsste es eigentlich gehen. Also, jetzt habe ich meine Shell irgendwie kaputt gemacht. Gut, also jetzt habe ich das mal im Dev-Modus gestartet. Und zeige hier... ist der Port. So. Die App. Und ich habe gesehen, das ist Sum, so. Also das ist jetzt eine Komponente, die addiert einfach zwei Zahlen auf. Hier die Sum A und B. Ich kriege zwei Params rein. Die Params, die kommen hier, definieren sich hier durch die Dateinamen, weil das halt die Teile sind, die in eckigen Klammern drin stecken. Gibt es ein A und ein B. Dann kann ich einfach parsen und zurückliefern. Das heißt, ich kann jetzt hier in der irgendwie das ist ein super, super toller Use Case, irgendwie zwei Zahlen eingeben und kann die halt addieren. Das wird dann ausgewendet. Wenn ich das jetzt in den DevTools anschauen würde, dann würde natürlich JavaScript rausgerendert werden, weil es der Dev-Mode ist. Ich versuche das mal hier so nebeneinander zu legen gerade. Das da dahin und das da darüber. Und wenn ich jetzt hier irgendwie die Punkte einlade, also irgendwas ändere, dann gibt es auch Hot Reload. Das gab es früher auch nicht mit PHP. Also das und es geht vor allem auch schnell. Das ist halt mit Vite. Hinten dran läuft der Vite und das ist so ein schnelles Framework. Da passiert so ein Hot Reload normalerweise innerhalb von einer Sekunde oder weniger als eine Sekunde. Okay, das ist der erste Teil. Ich habe so ein bisschen Probleme mit der mit dem Dings hier so. Okay. Jetzt wieder. Entschuldigung. So. Dann gibt es noch einen anderen Modus. Eher so der Gatsby-Teil. Also ich baue keine. Ich habe keinen Node.js-Server laufen, sondern ich will das Ganze bei GitHub Pages oder GitLab Pages oder irgendeine Netlify oder so laufen lassen. Habe einfach ein statisches HTML, was ich da ausliefern möchte. Und da will ich dafür Dateien generieren. Und das ist eigentlich so mein Haupt-Use-Case dafür eigentlich gerade. Allerdings nicht in der Firma wohlgemerkt, sondern das ist jetzt ein privates Projekt, wo ich das gerade benutze. Und da ist so ein bisschen das Problem, ich gucke mal, ob ich es wieder größer kriege hier, dass natürlich muss ich ihm irgendwie sagen, welche Dateien er jetzt vorgenerieren soll. Also es geht ja nicht on the fly, dass ich jetzt sage 237.000 plus 537.000 oder sowas, dann kann ich ja nicht alle vorgenerieren. Deswegen muss ich ihm quasi sagen, ich will die Zahlen von 1 bis 10 haben jetzt zum Beispiel. Und das geht mit dieser Datei. Also wenn ich in der Komponente so eine Funktion getStaticPaths exportiere, dann muss die eine Liste von Parametern zurückliefern, die hier zu diesen Params hier passen oder zu den Platzhaltern in der URL. Und dann werden die quasi vorgeneriert. Und das kann ich dann auch wieder hier zeigen. Das heißt, ich mache das jetzt mal, ich habe das auch hier in Branch drin, Checkout, SSG und jetzt habe ich die Astro-Datei hier ein bisschen geändert. Hier ist jetzt Output Static einfach drin und wenn ich das jetzt ausführe mit Build zum Beispiel, braucht eine Weile und dann habe ich hier in einem Dist-Verzeichnis hier 100 Dateien liegen. In verschiedenen Ordnern und kann das damit dann quasi starten. Und nochmal, um das jetzt hier zu zeigen, also, Quatsch, Entschuldigung, das war jetzt falsch. So. Preview kann ich jetzt ausführen hier noch. Ja, ein Preview und dann wird es quasi, wird die gebaute Version jetzt angezeigt und nicht der Dev-Server. So, das heißt, das hier funktioniert jetzt nicht, offensichtlich, weil natürlich die Zahlen da nicht drinstecken. Aber wenn ich jetzt hier 10 mal 10 plus 9 zum Beispiel mache, dann geht das. Und wenn ich mir das Netzwerk-Tab anschaue, dann sieht man auch da, dass da trotzdem. Ich will das eigentlich wegmachen hier, die Teile. Wie ist das alles? So. Dass da trotzdem JavaScript rausgeladen wird, aber das ist jetzt meine Browser-Extension für. Irgendwas, ich weiß nicht. Entweder die React DevTools oder irgendwas anderes. Ich weiß es nicht genau. Ist nicht das JavaScript von der Seite hier, jedenfalls. Da kommt kein JavaScript raus. Okay.
Es gibt jede Menge Integrations. Das ist auch was wir früher nicht hatten bei PHP. Also mal so Plugins halt für Tailwind und für React und Svelte, für die ganzen Frameworks. Für Sass und Less, das geht sogar out of the box. Dann kann man einfach in dem Style-Tag noch lang gleich Sass hinschreiben oder sowas. Und dann muss man halt noch Sass installieren als Dependency und dann kann man einfach STSS oder Sass verwenden. Und auch für so Content-Management-Systems wie, die mir nicht mehr einfallen, Ghost oder irgendwelche so Headless-CMS, Cloud-basiert oder auch nicht, gibt es auch Integrations, dass man dann quasi die Seiten einfach erzeugen kann daraus. Gibt Sachen, um Image zu optimieren, und Markdown ist auch Built-in. Und so MDX-Dateien, also Markdown mit eingebetteten React-Komponenten, das gibt es auch. Noch viele mehr, da gibt es eine Riesenseite mit Integrations. Genau. Aber jetzt habe ich ja gesagt, ich will auch Teile von meiner Page irgendwie mit React machen. Bring your own framework. Und wie funktioniert das jetzt? Das ist ja eigentlich relativ einfach. Also ich muss diese React-Integration zum Beispiel hinzufügen. Und dann kann ich meine React-Komponente schreiben. Ich habe jetzt mal eine einfache Komponente gemacht, die einfach nur Hello React anzeigt und dann immer noch so ein Pfeil dahinter, damit man sieht, dass es irgendwie auch im Browser interaktiv ist. Und wenn ich das jetzt ausführe, so, das muss ich jetzt erstmal wieder auschecken hier. Checkout. So, jetzt habe ich hier das React-Dings, nee, das war der falsche Branch. Ich habe da immer Branches für gemacht hier, damit ich das schneller kriege. So, ich habe hier einen Branch mit Simple React Example. So, also, das ist jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, aber im Prinzip habe ich hier meine, in den Components meine React-Datei, die wir eben gesehen haben. Und ich habe hier in der Index-Astro, habe ich die React-Datei verlinkt. Und wenn ich das jetzt im Dev-Server starte, sehe ich hier Hello React. Der Rest, das ist so der Test gewesen, auch ob das mit dem Glob und sowas auch funktioniert, aber das ist die Komponente. Und wir sehen auch, dass hier keine Pfeile kommen. Also das heißt, dieses JavaScript, das ist offensichtlich nicht da im Browser gerade. Das liegt daran, weil ich dem Astro nicht gesagt habe, dass ich es gerne hätte. Wenn ich das gerne da drin haben möchte, dann muss ich ihm noch sagen, hier Client Idle zum Beispiel. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, was die bedeuten. Aber wenn ich jetzt hier Client Idle dran schreibe, heißt das für den so viel wie, sobald der Browser die Seite fertig geladen hat und irgendwie Zeit ist, neue Sachen zu machen, kann er auch dieses JavaScript nachladen und ausführen. Es gibt noch die Möglichkeit, also Load, das wird ein bisschen früher geladen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da wirklich der Unterschied zwischen ist, aber ich glaube, das wird, ja, keine Ahnung. Also es passiert auf jeden Fall auch, wenn die Seite fertig ist, dann ist es schon da. Es gibt Visible, das kann ich kurz zeigen. Wenn ich das hier in den, ich jetzt hier oben ein riesiges Div drüber habe zum Beispiel, mit der Höhe von 200 VH, also doppelte Höhe des Bildschirms. Ups. So, dann sieht man ja erstmal nichts. Jetzt lade ich die Seite mal neu. Und wenn ich jetzt runterscrolle, dann sehe ich aber auch, dass das JavaScript schon eine Weile da ist. Aber es macht vielleicht noch gar keinen Sinn, weil die Leute vielleicht gar nicht darunter scrollen. Also wenn es jetzt ein dickes JavaScript ist, was für eine Bildergalerie oder so gebraucht wird, die Leute lesen sich den Text oben durch und denken danach, ich gehe wieder weg, dann hätte ich das gar nicht laden müssen. Wenn ich jetzt sage, hier Client Visible, was ist denn das? Ich komme auf die Drucktaste oder so, ich weiß nicht genau. So, Client Visible, dann, ich gehe nochmal hoch, lade das, warte ein bisschen. Und dann scrolle ich runter. Und jetzt sieht man, es ist noch nichts geladen. Jetzt fängt er an. Jetzt kommt der erste Pfeil. Das heißt, der macht einen Intersection Observer auf das Objekt an der Stelle und wenn das dann in den Viewport reinkommt, dann wird es halt angezeigt. Man kann noch
hier das so einstellen, dass er nur bei bestimmten Media-Queries, also auf Mobile oder auf Desktop irgendwelche Komponenten reinlädt. Oder, also da wäre mein Use Case zum Beispiel, dass man das Menü auf Mobile irgendwie reinfahren möchte, aber auf Desktop, da wird sowieso irgendwo angezeigt und braucht kein JavaScript eigentlich. Und es gibt auch Fälle, wo ich das JavaScript vielleicht nur im Browser haben möchte und nicht auf dem Server gerendert haben möchte, weil es nicht geht, wenn ich ein Canvas benutze oder irgendwas zeichne oder irgendwelche APIs benutze, die Node.js halt nicht hat, dann kann ich das mit Client-Only machen. So, das ist jetzt allerdings ein Feature von Astro-Komponenten. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo eine React-Komponente habe, die nur auf dem Server gerendert wird, dann kann ich von dort aus nicht sagen, ich möchte jetzt die andere Komponente, die ich jetzt verwende, nur im Client laden. Das heißt, das ist diese Insel, die ich jetzt habe. Die Inseln, also alles, was außerhalb der Inseln ist, das ganze Meer, das sind quasi die Astro-Komponenten. Ja. So, es gibt noch so ein paar Caveats dabei. Das eine, man kann halt nicht wieder raus aus der Insel. Also ich kann jetzt nicht sagen, in der Insel ist wieder ein Meer. Also ich will jetzt in meiner React-Komponente wieder eine Astro-Komponente rendern. Das funktioniert nicht. Außer in diesem Beispiel in dem Menü, da habe ich halt diesen Container, der das Ganze sliden lässt, habe ich mit React gemacht. Aber man kann von außen sagen, ich habe jetzt einen Slot oder die Children von React für die Komponente, die ich reingebe. Das ist dann wieder eine Astro-Komponente. Das heißt, da wird dann wahrscheinlich HTML auf dem Server generiert und einfach mit reingegeben als Komponente. Das funktioniert schon, aber ich kann eben nicht sagen, ich möchte jetzt hier in dem Fall die eine Komponente oder in dem Fall eine andere Komponente haben. Würde ja auch nicht gehen, weil es halt auf dem Server gerendert wird und die Entscheidung im Browser zu machen, dann, was ich genau anzeigen möchte, das funktioniert halt irgendwie nicht. Genau. Was allerdings schon geht, ich glaube, da kommen wir jetzt gleich zu, weiß noch nicht genau, ist, dass sie so ein bisschen miteinander kommunizieren können. Das funktioniert schon. Aber erstmal wollte ich noch was anderes zeigen, weil als ich diese Seite gemacht habe, diese Handlebars-Seite, habe ich dann gesehen, okay, das wird jetzt trotzdem irgendwie, werden da 42 Kilobyte JavaScript geladen, obwohl ich eigentlich nur dieses eine Menü da drin habe. Ich habe mal geschaut, was es noch so für Frameworks gibt. Und auf der Astro-Seite, da haben sie halt jede Menge Frameworks angegeben, unter anderem auch SolidJS. Und das fand ich doch auch bemerkenswert, weil das ein Framework ist, was viel kleiner ist als React, das hat 6 Kilobyte JavaScript. Aber der Syntax ist fast gleich, also es ist nicht kompatibel, aber wenn jemand React kann, dann kann er das auch schnell lernen. Und es hat, was die Reactivity angeht und wie die aufgebaut ist, hat es meiner Meinung nach eine bessere Architektur, weil das eher so ist wie bei Vue. Also das ist so, ich habe immer gedacht, ich hätte gerne die Architektur von Vue mit der Syntax von React und das habe ich dann plötzlich gesehen, dass es gibt dieses Ding. Also das ist jetzt mal ein Vergleich zwischen den Komponenten. Ich habe hier die React-Komponente, ich benutze halt hier useState und im Solid benutze ich createSignal. Das ist das Äquivalent dazu. Ich benutze hier useEffect, da benutze ich createEffect. Ich benutze hier clearInterval und habe diese Syntax, clearInterval ist kein React-Dings, aber ich habe diese Syntax mit dem, wenn ich ein Return-Statement habe in einem Effekt, dann ist das der Cleanup-Effekt quasi, der wird ausgeführt, wenn diese Komponenten, die Komponente abgebaut wird in dem Fall. Das habe ich hier mit onCleanup einfach. Der Unterschied ist, dass bei React diese Funktion jedes Mal ausgeführt wird, wenn die Komponente gerendert wird. Bei Solid ist es wie bei Vue, dass die eigentlich nur am Anfang einmal ausgeführt wird, wenn die Komponente gebaut wird. Und deswegen ist der kleine Unterschied auch, dass das hier ein Funktionsaufruf ist. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum Solid viel kleiner ist als React. Weil dadurch viel weniger Management im Hintergrund passieren muss. Und hier kann ich halt direkt auf den State zugreifen. Das ist eine Variable, wo der Wert jedes Mal neu reingeführt wird, wenn die Funktion ausgeführt wird. Aber im Prinzip ist es echt so, dass es sieht fast gleich aus. Natürlich würde ich jetzt nicht sagen, wir nehmen jetzt nur noch Solid, weil in der Realität hat man halt dann doch auch noch andere Anforderungen, zum Beispiel Bibliotheken, die es gibt, mit irgendwelchen Style-Frameworks, die es halt für Solid vielleicht noch nicht gibt. Also sowas. Genau. Ja, ich habe noch ein anderes Beispiel, wo auch Solid schon vorkommt, aber ich nehme jetzt das übernächste Beispiel, um das ein bisschen zu beschleunigen, weil ich glaube, wir sind schon relativ spät jetzt. Genau, jetzt ist die Frage, wie kommunizieren die miteinander? Also in dem Fall habe ich eigentlich zwei Inseln auf der rechten Seite in dem Beispiel. Ich habe einmal den Button oben, das ist JavaScript, die eine Insel, und ich habe das Menü, was so rein fährt, das ist der andere.
JavaScript und die müssen aber kommunizieren, weil wenn ich auf den Button draufklicke, soll das Menü reinfahren. Wie mache ich das? Und in dem Podcast haben sie gesagt, das muss man irgendwie mit sowas wie Redux machen oder mit, keine Ahnung, irgendwelche Frameworks, die halt global ins State verwalten. Auf der Webseite haben sie aber gleich vorgeschlagen, dass man diese Nano-Stores verwendet und ich habe das fand ich auch sehr interessant, weil es sehr einfach war und auch klein, also irgendwie weniger als 1 Kilobyte. Ich habe es nicht genau nachgeprüft, aber und das funktioniert eigentlich relativ einfach. Ich kann hier so ein Atom festlegen, da ist jetzt eine Zahl drin. Jetzt mache ich nicht dieses Beispiel mit dem Sliden, sondern so einen Counter, den ich hochzähle. Ich kann jetzt hier eine Solid-Komponente haben, da gibt es eine Integration für die Nano-Stores für Solid, es gibt eine für React und in der Solid-Komponente zeige ich quasi den Counter an, der hier oben drin steckt. In der React-Komponente inkrementiere ich den. Und dann habe ich hier das Beispiel dazu. So. Checkout. React Solid Island Nanostores. So. Das dann auch funktioniert. Also ich habe hier. Das ist jetzt nicht gemacht. Reset-hard. So. So, jetzt haben wir es hier. Also ich habe hier in der Komponente in meiner Astro-Komponente einmal die React-Komponente, ich habe die Solid-Komponente. Ich musste hier ein bisschen tricksen mit den TS-Config-Dateien, weil es ist auch alles TypeScript in Astro. Aber wenn man jetzt zwei verschiedene Frameworks hat, die beide JSX-Format benutzen, dann muss man irgendwie auch zwei verschiedene TS-Configs haben. Das ist halt der Grund, warum ich es nicht machen würde normalerweise, aber es geht. So, hab die beiden Konfigurationen hier und jetzt haben wir die React-Komponente, die zeigt hier den Counter an. Ich habe hier den Counter in einer eigenen Datei, der wird halt importiert von der React-Komponente da oben und von der Solid-Komponente auch. Und wenn ich das jetzt starte, dann kann ich hier den Counter so, ach, das müsste eigentlich schon geladen haben, okay. Wenn ich mal die genau, da. So, also ich habe hier den, so, also Kommunikation über die Inseln ist jetzt auch kein Hexenwerk. Dann noch kurz zu dem Markdown-Support. Also Markdown-Support ist mit eingebaut und ich hatte ja vorhin schon mal kurz gezeigt, dass mit der Frontmatter, dass man das irgendwie verwenden kann. Also wenn man Markdown-Dateien verwendet, dann kann man einfach sagen, ich habe hier ein Layout. Also man braucht immer ein Layout, um das vernünftig anzuzeigen, weil das halt den Rahmen gilt für das Markdown. Ich kann in der Astro-Komponente hier so einen Slot definieren. Da wird dann quasi das kompilierte Markdown aus HTML eingefügt. Und wenn ich jetzt irgendwelche speziellen Styles brauche oder sowas, dann würde ich die auch hier drin definieren in der Komponente. Mit Global wahrscheinlich dann, weil das halt nicht anders geht. Genau, und dann habe ich noch die Frontmatter. Das ist ganz interessant, das ist eigentlich kein Markdown, aber irgendwie wird es trotzdem oft so benutzt. Also abgetrennt mit 3 Minusen kann ich hier nochmal so ein YAML angeben, was dann auch hier als Frontmatter in die Props reingegeben wird. Und da kann ich dann quasi einfach auf den Title zugreifen zum Beispiel oder auf andere Dateien. Und das kriege ich auch, hat man vorhin vielleicht gesehen, raus, wenn ich diesen Glob-Matching mache. So dass ich die Metadaten zu den Dateien auch da schon zur Verfügung habe. Dann. So. Mein Fazit. So. Erstens, vielleicht mal von unten nach oben. Es gibt ein Beispiel-Repo bei GitHub. Der Link, der wird dann in den Livestream reingepackt für alle, die jetzt irgendwie live zugucken. Es ist noch nicht freigeschaltet. Ich habe das vergessen freizuschalten, aber das mache ich gleich noch. Und ich habe auch für die Leute, die hier sitzen, nochmal einen QR-Code, wenn ihr euch das abfotografieren wollt. Ansonsten, ja genau, also lange Zeit haben sich irgendwie die Web-Frameworks weiterentwickelt. Und jetzt sind wir wieder an so einem Punkt, wo so ein Schub kommt. Und man hat festgestellt, dass die Frameworks, die wir haben, doch nicht so performant sind, wie man sie eigentlich gerne hätte. Und das sehe ich jetzt auch, wenn man so rumschaut, was es noch so gibt. Also React und Solid zum Beispiel. Da ist offensichtlich, es ist auch schneller, laut den Solid-Autoren zumindest, als React. Svelte und Lit, das sind alles so Sachen, die so React und Angular und Vue, das sind so die Platzhirsche, aber es gibt
viele Frameworks jetzt mittlerweile, die das irgendwie so streitig machen wollen, indem sie halt sagen, wir sind viel schneller als die, viel kleiner. Bun.js, Bun.sh, das habe ich jetzt gefunden, das ist so ein Replacement für Node.js, was auch vorgibt, viel schneller zu sein. Das ist dann nicht in Java, nicht in benutzt nicht die V8-Engine, sondern irgendwas anderes. Ist in einer anderen Programmiersprache geschrieben. Vite ist als Replacement für Webpack, haben wir jetzt bei unserem Projekt auch eingesetzt oder migriert von Webpack nach Vite. Dadurch wird der Build irgendwie von 5 Minuten auf 2 Minuten runtergekürzt. Und was ich jetzt vor 2-3 Tagen auch noch in diesem JS-Party-Podcast mitgerichtet habe, war dieses Quick, wo ich so teilweise dachte, ja, okay, sie sagen, sie liefern kein JavaScript aus, sondern oder so wenig wie möglich JavaScript. Ich dachte, okay, das ist doch eigentlich wie bei Astro, aber es ist halt doch nochmal anders. Das ist dann eher so auf Apps zugeschnitten, während Astro eigentlich eher so auf content-orientierte Webseiten zugeschnitten ist. Es ist so ein Umbruch, den wir gerade haben, und irgendwie frage ich mich auch manchmal, ob man nicht doch auch mal überlegen sollte bei neuen Projekten, ob man wirklich noch React benutzen soll. Aber wie gesagt, das sind halt auch erstens Entscheidungen, die im Team getroffen werden, und zweitens Entscheidungen, die dann doch nicht nur darauf basieren, wie schnell so ein Framework jetzt ist, sondern auch, was das Ökosystem ist und wie viele Tools es dafür gibt und solche Sachen auch. Ja. Das war's ansonsten von mir. Wenn euch das irgendwie gefallen hat und wenn ihr euch mit so Websachen beschäftigen wollt, wir suchen immer Leute. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber ja, also wenn ihr wollt, könnt ihr euch bewerben. Und ansonsten gibt es nächsten Monat, meine ich, den Tech Talk am 30.03. Über Webentwicklung und Mobile-Entwicklung. Im Vergleich ein Kamingespräch wieder mit Tom und Markus. Ich glaube, Tom ist auch hier, Markus ist nicht hier. Mal gucken, was es so für Unterschiede sind in Frontend, also Web-App und Mobile. Hier könnt ihr den QR-Code fotografieren, wenn ihr wollt. Dieser ist jetzt auch ein bisschen da, die Folie, um das Beispiel-Repo anzuschauen. Also eigentlich das, was ich jetzt hier gerade auch gezeigt habe. Ansonsten danke für eure Aufmerksamkeit.